Ich lese ein Buch. Und heute möchte ich mit euch mal über was ganz Besonderes reden. Genau, ich habe die Kamera von meinem Onkel bekommen und kann jetzt irgendwas damit machen, aber ich weiß nicht was. Genau deswegen habe ich auch so ein Testvideo letztens gemacht und ich weiß, ich habe nicht viel Zuschauer und nicht viel Abonnenten. Vielleicht ändert sich das ja noch irgendwann. Nee, aber vielleicht, weißt du, es kann ja sein, dass du... Nee, Arsch. Auf jeden Fall habe ich ein Programm und wollte schon ganz oft Sachen ausprobieren. Eigentlich filme ich bloß mit der Flipcam meistens, weil ich keine bessere Kamera habe. Du? Ja. Wie war es eigentlich beim Boxen mit dem anderen? Ja, wir haben uns ganz gut geschlagen. So, das sitze ich also. Bei schlechtem Licht, vor allem schlecht beleuchteten Greenscreen. Ich habe leider noch keine gute Scheinwerfer oder so, habe noch kein Geld für das ganze Zeug. Ich bräuchte auch noch so eine gute Kamera und ein Mikrofon dafür, damit man den Autofokus nicht mehr. Ich mache auf diesem Channel hier so Fan-Berichte von Konzerten. Ich habe lange keins mehr gemacht, das letzte Konzert, wo ich einen Bericht hochgeladen habe, war im März, das war das Matzen-Video. Und ich habe ganz viel gefilmt. Ich habe unglaublich viel Material auf dem PC, habe aber unglaublich viel um die Ohren gehabt und habe jetzt eigentlich nur noch viel um die Ohren. Liegt an ein paar Prüfungen, ich habe noch eine und die hat es in sich. Aber trotzdem werde ich immer gefragt, du Justin, wann kommt das Video von Basel? Aber du hast gesagt, dass du es im Mai fertig machst. So, das war's von mir. Das ist eine Parabel. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und ich wünsche euch noch alles. Einen traumhaften Tag. Okay, bis dann. Ciao. Ende.